Ich habe euch ja letztens schon meine versteckte Werkbank gezeigt. Nun habe ich eine weitere sozusagen mitgebracht. Und zwar eine, welche sich im Boden versteckt. Und ich glaube, ich zeige euch jetzt, wie ihr das bauen könnt. Um diese versteckte Werkbank jetzt bauen zu können, benötigt ihr 3 Verstärker, 2 Redstone, den Stein, der sozusagen sonst ersetzt werden soll durch die Werkbank, dann 3-mal klebrige Kolben, eine Werkbank und 2 Redstone-Lampen und dazu noch einen Ball. So, und ich würde sagen, los geht's mit dem Bauen. So, also zuerst platzieren wir die Steine in so einem W-Format. Hier können wir gleich Repeater reinplatzieren, auf der ersten Stufe jeweils, also einfach reinplatzieren. Und darauf kommt jetzt gleich ein Redstone-Staub. Und nicht hierauf, sondern daneben kommt jetzt direkt gleich eine Piste. So, und nun muss die Piste dann auch ausfahren können. Und aus dem Grund bauen wir dann hier auch noch einen Repeater und einen Stein. Und nun bauen wir hierauf einmal die Werkbank und einmal der Stein, der ausgetauscht werden soll. So, jetzt müssen wir nur noch so hinmachen, den Button hinlegen und zack, fertig ist unsere austauschbare Werkbank. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und falls es euch gefallen hat, wäre es echt cool, wenn ihr einen Like da lassen könntet oder ein Abo. Und falls ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Anregungen, dann lasst doch bitte einfach einen Kommi da. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann!